Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Lizard D-55A. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Anhänger. Der Autor von diesem Mod heißt TJMZ und ZDun. Und die Modgröße beträgt ca. 8,94 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 6 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs und da haben wir auch schon unseren Lizard D-55A. Dieser Anhänger kann hier alles laden, was hier unten aufgeführt wird. Als Beispiel Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Sonnenblumen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Saatgut, Gras, Heu, Stroh, Silage, Mineraldünger, Mineralfutter, Steine, Schweinefutter und vieles mehr. Dieser Lizard D-55A kann in der Standardkonfiguration 5250 Liter laden, wiegt 2,7 Tonnen und kostet euch in der Standardkonfiguration knapp 11.300 Euro. In der Konfiguration habt ihr wählbar die Kapazität, zum Beispiel 5250, 7300, 8500 oder auch als Ballenwagen auf der linken Seite oder als Ballenwagen auf der rechten Seite. Oder auch hier wiederum mit der Kapazität von 5250. Dann könnt ihr hier noch wählen die Reifenvariante. Einmal Standard, Breitreifen oder Standard. Reflektoren haben wir hier auch wählbar, aktuell mit Nein oder mit Ja. Und Aufkleber habt ihr hier dazu auch wählbar mit Ja oder mit Nein. Die Hauptfarbe könnt ihr hier wählen aktuell in Schwarz, in Schwarz 2, in Schwarz 3, in Grau 2, in Grau 3, in Grau 4 oder gerne in Grau 5. Dann habt ihr hier noch wählbar Farbe der Seitenwände, auch hier wählbar aktuell in Grün, in Rot, in Grau, in Grau 2, in Grau 3, in Grau 4 oder in Grau 5. Und dann habt ihr noch wählbar Farbe der Erweiterung. Wir haben jetzt aktuell oberhalb die Erweiterung drauf. Auch diese könnt ihr hier farblich anpassen. Einmal hier in Grün, in Rot, in Schwarz 2, in Schwarz 3, in Grau, in Grau 2, in Grau 3, in Grau 4 oder auch gerne in Grau 5. Dann habt ihr hier noch wählbar Farbe des Bodens. Auch hier wählbar aktuell in Schwarz, dann Schwarz 2, dann Schwarz 3, in Grau 2, in Grau 3, in Grau 4, in Grau 5. Oder sogar hier in Grün oder auch hier wählbar in Rot. Dann habt ihr hier noch wählbar die Felgenfarbe, auch hier in diesen Farben. Aktuell ist jetzt Grau vorgewählt. Dann können wir hier mal wählen in Schwarz 2, in Schwarz 3, in Grau 2, in Grau 3, in Grau 4, in Grau 5. Oder auch gerne in Grau 6. Dann kostet euch dieser Anhänger hier in dieser Konfiguration knapp 13.900 Euro. Das Kennzeichen könnt ihr dazu auch konfigurieren. Ich habe hier mal ein paar Beispiele hingestellt, mit und ohne Erweiterung, mit Farbwahl und ohne. Und wir möchten diesen Anhänger hier auch gerne mal ausprobieren. Dazu habe ich mir mal zwei Anhänger hier genommen. Einmal den Standard und einmal die Version mit den Ballenwagen.
Wir fahren einfach hier hin, koppeln den Anhänger dann an. Und hier wird im Prinzip dann alles verbunden an Schläuche, Kabel und Co. Am Anfang haben wir immer das Licht. Da haben wir das Licht hinten, Begrenzungsleuchte links und rechts. Blinker hinten rechts, hinten links. Und auch hier sogar die Bremse dazu. Rückfahrleuchter haben wir keine. Dann kommen wir hier mal zu der Tastenbelegung. Aktuell können wir hier wählen L1 und R1 und Dreieck für hier abladen. Oder wir können wählen R1 und Steuerkreuz nach unten für die Abkippseite zu wählen, entweder hinten. Wir können hier auch wählen Kornschieber oder auch links oder auch sogar Rechtsweber. Das geht auch. Und dann können wir hier noch wählen, aktuell mit R1 und R3 die Spanngurt. Wir können jetzt mal hier mal Weizen laden. Einfach hier drunter fahren und den Weizen mal laden. Aktuell mit 5250 Liter. Und können diese dann auch in unser Silo wieder reinfahren. Einfach hier hinfahren, dann die Abkippseite wählen. Hinten zum Beispiel. Und dann können wir das Ganze auch schön abkippen. Genau. Dann können wir hier den Anhänger wieder wegfahren. Ich lasse ihn jetzt mal hier stehen. Nehmen den anderen Anhänger. Aktuell ist jetzt dieser umkonfiguriert für Ballen zu laden. Auch hier habt ihr das normale Licht, die Begrenzungsleuchten links und rechts, Blinker hinten rechts, hinten links oder auch hier sogar die Bremse dazu. Hier habt ihr jetzt auch Aktuellweber hier abladen mit L1 und R1 und Dreieck. Hier passiert aber jetzt aktuell beim Abladen nichts. Oder wir können hier wählen R1 und R3 für die Spanngurt. Dann lassen wir den mal hier stehen. Nehmen wir den Teleskoplader hier mit den zwei Ballen drauf. Und können diese Ballen dann auch langsam hier auf den Anhänger stellen. Ein bisschen rangieren müssen wir noch ein bisschen. Genau. Und jetzt müsste das passen. Dann können wir hier noch die Spanngurte hier im Prinzip befestigen. So, damit die Ballen halt auch einen guten Stand haben. Und dann können wir hier auch die Ballen transportieren. Ihr könnt hier sowohl Ballen draufstellen, Paletten oder halt auch andere Dinge. Ist an sich auf jeden Fall auch ein schöner Mod. Mit knapp 9 NB kann man sich hier auf jeden Fall gerne mal laden und auf Dauer mal testen. Und damit sind wir hier leider auch schon zum Ende von diesem Video hier angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt dazu, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Dann bedanke ich mich sehr fürs Einschalten, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.